Und da sind wir wieder bei Let's Play Lego Insel 2 im Ladebildschirm. Ja. Ich kam ja gerade vom Brückenbauspiel da und naja. Bevor ich weiß, dass danach noch was gesagt wird, wenn es fertig geladen ist, deswegen habe ich im Ladebildschirm einfach angefangen. Müsste gleich fertig sein. Unser aller Dank ist dein, mein Freund. Nun, da die Brücke steht, können wir wieder mit unseren Nachbarn kämpfen. Ich rufe Peppa. Peppa, bitte kommen. Wir haben noch eine Seite gefunden. Im Ernst? Sie ist in der Burg der Bullen. Sie haben sie am Fahnenmast hochgezogen. Beeil dich, du musst zum Fahnenmast der Bullenburg. Ja, wenn du mich zulaberst, dann kann ich mich auch nicht bewegen. Oder beeilen. So, ich meine, es gibt hier 10 oder 11 Pokale. Und die Burg sieht sehr interessant aus, stimmt. Da ist noch einer. Da bin ich ins Wasser gerutscht. Und irgendwo hier ist auf jeden Fall noch einer. Gut. Und auf zur Burg. Halt! Wer da? Ich meine, hier ist hier jemand. Ich meine, wer bist du? Peppermann. Sir. Mein Name ist Pepper und ich bin hier, um die Seite zu holen, die da oben am Fahnenmast baumelt. Ist echt wichtig für die Leute von dort, wo ich herkomme. Kann ich sie haben? Heiliges Kanonenrohr, was für ein drolliger Bube. Wir brauchen aber eine Fahne, die im Wind knattert. Und unsere echte Fahne wurde gestohlen von diesen Löwen. Wie wär's denn, wenn ich eure Fahne zurückbrächte? Könnte ich dann die Seite haben? Nicht schlecht gedacht, Bube. Hört, hört. Dann werde ich genau das tun. Ich gehe jetzt zur Löwenburg. Du brauchst natürlich ein Pferd. Wir können dir eins borgen. Pepperoni auf einem Pony. Pepperoni auf dem Pony. Voll krass. Und tudum. Weiter ein bisschen nach da hinten. Halt, Freund oder Feind der Löwen? Gut, Freund mit allen Tieren. Mein Name ist Pepper und ich bin gekommen, um die Fahne des Bullen zurückzufordern. Vortrefflich. Der Burgherr wird entzückt sein. Seit langem schon sucht er einen neuen Hofnarren. Was kann ich tun, um die Fahne zu bekommen? Sieh mal, die Bullen haben etwas, das ich brauche. Und wenn ich ihnen die Fahne zurückbringe, sind sie mir was schuldig. Warte hier. Wir haben über dein Dilemma beraten. Wir werden dich auf die Probe stellen. Wenn du den dunklen Ritter der Bullen im Turnierkampf besiegst, ist die Fahne dein. Tja, keine Ahnung, wie so ein Turnier läuft, aber hört sich interessant an. Bin für jede Schandtat zu haben. Ach, ich hasse dieses Minispiel. Oh je. Yeah. Ich fordere dich, den dunklen Ritter der Bullen, zu einem Turnier heraus. Herausforderung angenommen, du Zwerg. Hey, Moment mal. Ich bin genauso groß wie du, du Angeber. Herum. Yay, Ladezeiten. Freut uns das nicht alle? Nein, eigentlich nicht.
Ich glaube, ich wurde ernsthaft mal gefragt per PN oder so, wie ich die Ladezeiten so schnell habe bei Lego Insel 2, als ich das rausretuschiert habe bei Playfu. Oh je. Du musst besser zielen als der dunkle Ritter, wenn du das Turnier gewinnen willst. Das kann was werden. Jetzt muss ich erstmal Kraft aufbauen. Dafür muss man links und rechts immer abwechselnd drücken. So in dem Bereich ist eigentlich immer gut. Verdammt. Ja. Verloren. Er war einsam, aber schneller. Du musst schneller werden und zieh auf seinem Schild. Viel Glück im nächsten Versuch. Ja. Das Spiel ist so für den Arsch. Weil es so auf die Finger geht. Den Kraft aufbauen. Und es macht einen Heidenkrach, weil man so drauf rumkloppen muss. Yes. Und tschüss, dunkler Ritter. Wow, Gesamtpunktzahl 85. Das ist mir auch egal, wie viele Punkte ich bekomme. 10.000 ist eh immer Maximum, was möglich ist. Das kann ich euch schon mal sagen. Und bei manchen Spielen ist es unmöglich, weil man da immer Punkte verliert. Yes! Das war schon besser als der gerade eben. Und tschüss, dunkler. Oh, das war trotzdem nicht viel Punkte. Und noch einmal. Ja, das ist endnervig. Ich bin schon am Ende meiner Kraft in den Fingern. Ah, ich hab's geschafft, das reicht. Der junge Recker hat einen mächtigen Schlag. Der dunkle Ritter kann sich von jetzt an der verfolgte Ritter nennen. Das hast du rein hingekriegt, Pepper. Kaum Punkte, aber das Spiel ist auch richtig für den Arsch. Wie lange ich bei einem Playfool dran gesessen habe, dass ich Gold bekomme. Ach, das war schlimm. Ja, ja, so ist das. Und Ladezeit natürlich. Bei dem Ladetitan, der Ladetitan Überbrückungssong. Ja, Ladetitan sind schon was Tolles, wenn die Ladebildschirme kreativ gestalten wären. Aber dieser Ladebildschirm, der ist so langweilig, denn da ist nur eine Pizza-CD-Scheibe. Und auf dieser Pizza, da ist Paprika, Salami und Tomaten und auch etwas Käse. Und diese Pizza, sie hat 6 Löcher, warum auch immer, da. Läuft. Ja, mir ist langweilig. Mein Ladebildschirm. Ich muss schon was machen. Ends nervig. Ui. Ich beglückwünsche.
wünsche hiermit den guten Ritter Pepper wegen seines noblen Sieges über den dunklen Ritter der Bullen erkläre ich den heutigen Tag zum Peppertag. Ein dreifach hoch für Pepper. Hip, hip. Hurra! Nimm diese Fahne, die du dir so tapfer erkämpft hast. Das war nur ein Hoch. Aber okay. Gut gefangen. Ach übrigens, die Turnierausrüstung stammt vom Kostümverleih. Vergiss nicht, sie auf dem Weg nach draußen abzuliefern. Ja, dümmstes Spiel habe ich jetzt überstanden. Und... Hast du unsere Fahne? Na, was denkst du denn? Schließlich hatte ich's ja versprochen. Ich tausche sie gegen die Seite, Herr König. Ich höre, der dunkle Ritter hat zu ihm ein Turnier verloren? Unser dunkler Ritter? Ach, richtig. Er fühlt sich in letzter Zeit nicht besonders. Hat vermutlich einen Schnupfen oder so. Hier ist eure Fahne. Darf ich mich vorstellen, Pepper? Ich bin Cedric der Bulle, dein schlimmster Albtraum. Und das hier sind Kanonenkugeln. Ach, wie ich das Spiel hasse. Ich mag die Castle-Insel-Spiele nicht. Naja, so ist das. Da. Ich sollte mal meine Gardine zumachen, aber... Ich bin aber auf dem... Geh über die Brücke. Dann musst du die Kanonen unter deine Kontrolle bringen, um Cedrics Kanonen außer Gefecht zu setzen. Ja, das kann man nicht schaffen mit 10.000 Punkten. Kanon, die kommen mir gerade recht. Viel zu hoch. Viel zu tief. Ja. Ich hasse es. Nein! Bams. Ja, genau, eigentlich voll getroffen, aber. So. Da oben. Viel zu hoch. Wo ist er denn jetzt? Und ja, genau, volle Breitseite und so eigentlich, aber ich habe ihn nicht mehr gesehen. Da oben. Dann kann er nur noch da unten sein. Einziges. Also Pepper, du bist die tapferste Lego-Figur, die ich kenne.
Diese Kanonen waren sehr gefährlich. So. Ja, ist halt so, aber auch nur Silber. Mann, bin ich schlecht geworden. Nein, das habe ich wirklich immer auf Gold geschafft. Das davor nicht, aber das hier immer. Eigentlich. Genau wie andere Spieler, die schafft man einfach auf Gold. Immer. Aber das dümmste Spiel kommt immer noch. Und zu dem Spiel werde ich euch dann auch noch was Wichtiges erzählen. Ich hoffe... habe ich das schon auf das Spiel überhaupt auf Windows 7 schon mal durchgespielt? Dammit, weil... es könnte vielleicht ein Problem geben, fällt mir dabei ein. Scheiße. Hoffen wir einfach mal, dass es geht und nicht Probleme macht. Ansonsten brauche ich irgendwie von jemandem einen Tipp, was ich da machen könnte. Ja, so sieht's mal aus. Ladezeiten, die Ladezeiten sind toll. Ich hab sie! Yay, wir haben es geschafft. Und nun? Nun darf ich, glaube ich, von der Insel runter. Denke ich. So. Aber in die Ladezeit fahre ich nicht rein. Damit das feststeht. Das mache ich erst morgen. Oder so. Beim nächsten Mal so. Ich bleib nämlich hier vorstehen. Beim nächsten Mal sehen wir uns auf der. Oder in der Ladezeit von der Lego-Insel wieder. Speichern und bis zum nächsten Mal. Ich bin Kane Jones.